Hallo und herzlich willkommen. Wie versprochen, heute zeige ich euch ein Video mit diesen Babyschuhen. Schuhe, die man wirklich ganz einfach strickt, mit verkürzter Reihe hier. Das sind alles verkürzte Reihe. Ich gebe euch zwei Größen heute von Monat 0 bis 3. Monat und von 6. Monat bis 9. Monat für Babys. Im Grunde genommen, jeder von uns weiß, dass das dehnt sich. Wenn das keine Baumwolle ist, die stramm sitzt, dann dehnt sich jede Merino-Wolle oder auch wenn wir das aus Acryl oder Polyester stricken. Die Schuhe sehen so aus, wenn die fertig sind. So sieht das aus. Das sind die verkürzten Reihen hier, wie du siehst. Und dann würden die einfach hier umgeknickt und dann zusammengenäht. Das zeige ich dir vielleicht so. Schau mal, das ist hier das umgeknickt. Und dann hinten zusammengenäht und auch hier unten. Wir würden das zweite Schuh heute stricken in Blau und Beige. Das habe ich schon hier vorbereitet für meinen polnischen Kanal. Und wir können schon anfangen. Am Anfang, ich würde die Schuhe, die ich hier gestrickt habe, die sind für ein Baby von 0 bis 3 Monate. Also, von 0 bis 3 Monate haben wir Maschenanschlag 32, ich habe mir das hier aufgeschrieben, 32 Maschen anschlagen und für 6. Monat bis 9. Monat haben wir 34 Maschen. Wir würden jetzt hier, ich habe hier mein. Wir würden jetzt hier nach oben 20 Reihen kraus-rechts stricken. Das heißt, jede von uns weiß, dass die rechte und die linke Seite stricken wir nur rechte Maschen. Das wäre schön, du musst das nicht haben in zwei Farben. Ich finde das viel schöner, wenn das in zwei Farben ist. Dazu zum Beispiel eine Bärchenmütze, auch in zwei Farben. Rand zum Beispiel in Beige und dann den Rest in Blau. Sieht viel schöner aus, meiner Meinung nach. Wie du willst, machst du das. Die erste Masche hebe ich und dann die restlichen Maschen stricke ich nach rechts. Und die letzte Masche bei mir ist die linke Masche, das ist die Randmasche, die stricke ich immer nach links, weil dann habe ich so sauber Rand, den man nachher ganz toll nähen kann. Jetzt stricke ich die Maschen alle nach rechts, bis ich die vorletzte habe. So, die vorletzte Masche stricke ich noch rechts und dann die letzte Masche nach links, das ist die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und die zweite Reihe strickst du, die erste ist Randmasche, die hebe ich und dann die restlichen stricke ich nach rechts und die letzte nach links. Und das machst du jetzt, wenn du die Größe benötigt wie ich, von 0 bis 3, dann strickst du 20 Reihen und wenn du von 6 bis 9, dann strickst du 28 Reihen. Ich stricke jetzt 20 Reihen nach oben. Die 20 Reihen habe ich schon fertig. Ich zeige dir hier auf diesem rosa, weißen Beispiel, was ich gemacht habe. Das ist die rechte Seite. Das kann man hier ganz gut erkennen, wo man die Farben wechselt. Schau mal, die Maschen, die ich hier gestrickt habe, das sind die Reihen, Entschuldigung,
Das ist das hier. Siehst du? Wir haben hier von der Seite angefangen. Wir sind nicht hier, sondern haben hier angefangen und haben jetzt 20 Reihen nach oben gestrickt und jetzt müssen wir die verkürzte Reihe stricken. Wir müssen jetzt die andere Farbe nehmen. Denk bitte dran, wenn das möglich ist, wenn du die Wollreste hast, aus der gleichen Partie oder wie man das, ja, aus der gleichen Stoff oder wie sagt man das bei Wolle, weiß ich nicht. Aber du weißt, was ich meine. Wenn die gleich sind, versuch das so zu machen, dass du nicht andere Stärken nimmst, weil dann sieht das nicht so gut aus. Und dann beim Waschen die eine Wolle verfilzt oder färbt. Am besten die gleiche Wolle nehmen, nur andere Farbe. Jetzt müssen wir die verkürzte Reihen stricken. Wie machen wir das? Wir machen jetzt die andere Farbe und die erste Masche ist natürlich die Randmasche. Liegt dir ein bisschen mehr von diesem kurzen Ende hier, von der anderen Farbe. Ich mache das immer so, dass ich spare damit nicht und nehme immer mehr Farbe, Wolle, weil ich möchte nicht das nachher verlieren. Dann die erste Masche, die haben wir als Randmasche und dann stricken wir 12 Maschen rechts. Mit der Randmasche sind das insgesamt 13 Maschen, die wir jetzt hier haben. Schau mal, dann kannst du das hier ein bisschen fester machen. Und wir haben jetzt in Beige 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Jetzt komme ich ein bisschen näher zu euch. Das wir das besser im Griff haben. So, wir haben jetzt insgesamt mit der Randmasche haben wir 13 Maschen. 2, 4, 6, 8, 10 und 13 mit Randmasche. Die verkürzten Reihen, das wollte ich euch noch sagen, das hat mit der Größe von Schuh nichts zu tun. Ob du mit 28 Maschen angefangen hast oder mit 20, die verkürzte Reihen stricken wir gleich. So, jetzt wenden wir die Arbeit. So, die erste Masche hier auf der linken Stricknadel, die heben wir, so wie eine Randmasche. Dann ziehen wir die hier fest, dass hier entsteht, wie du siehst, so doppelte Masche. Das ist eine Masche, aber die sieht so aus, dadurch, dass wir gezogen haben, sieht die aus wie doppelt. Dann stricken wir die restlichen Maschen ganz normal nach rechts. Alle Maschen nach rechts, nur die letzte Masche, jetzt müssen wir das nicht festziehen, die letzte Masche wäre die Randmasche, die stricke ich nach links. So, und jetzt kommt die Randmasche. Dann wenden wir die Arbeit und jetzt die Enden ein bisschen fester ziehen. So, und jetzt wendest du die Arbeit wieder. Jetzt haben wir die dritte Reihe mit verkürzten Reihen. Die erste Masche, das ist die Randmasche. Und am Anfang haben wir die erste Reihe, haben wir 12 Maschen gestrickt rechts und jetzt stricken wir 11. Jetzt würden die Randmaschen natürlich, mit Randmasche sind das 12, in der ersten Reihe waren das mit Randmasche 13. Okay, jetzt haben wir 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
und 11. Wie du siehst, hier haben wir die eine Masche, die hier erscheint als doppelt. Mach dir da keinen Kopf. Dazu kommen wir gleich. Die Arbeit wenden wieder. Wieder die erste Masche heben. Und Faden festziehen wieder. Entsteht wieder Doppel. Es ist eine Masche, aber die sieht hier so aus wie Doppelmasche. Festziehen, nicht dass hier entsteht ein Loch. Das wollen wir nicht. Dann strickst du die restlichen Maschen, strickst du nach rechts. Ich habe hier was verloren. Ich muss das hier, das gehört. Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Oh, da habe ich einen Fehler gemacht. So, jetzt ist das richtig. Die restlichen Maschen, die stricken wir nach rechts. Und dann die letzte Masche, das ist die Randmasche. Die stricken wir wieder nach links. So. Dann kannst du zwischendurch wieder, das ist die linke Masche, kannst du zwischendurch immer wieder ein bisschen die Faden hier ziehen. Jetzt die Arbeit wenden. Wir sind jetzt bei der fünften Reihe und jetzt haben wir wieder die blaue Wolle genommen. Da haben wir die Randmasche und dann stricken wir, zieh das nicht zu doll, nicht dass die Seiten hier zu fest sind. Deswegen mache ich das immer so, dass ich den Faden hier ein bisschen locker mache. So, wir fangen an mit blauer Wolle und haben die Randmasche und alle Maschen stricken wir jetzt nach rechts. Alle Maschen, das sind unsere rechte Maschen. Jetzt sind wir noch bei der Beige-Wolle hier. Moment, siehst du? Und jetzt habe ich wollte die als Einzel stricken, das wäre natürlich ein großer Fehler. Das ist die Masche, die wir gezogen haben, so fest, die erscheint hier als Doppelmasche. Da schieben wir unsere rechte Stricknadel. Ich habe keine Stricknadel mit richtige scharfe Spitze. Schau mal, da schiebst du deine rechte Stricknadel unter den zwei Faden, das ist eine Masche nur. Holst den Faden hier durch, warte mal, siehst du, ich habe das wieder verloren. Ich versuche das von hinten, das ist ein bisschen breiter zu machen. Das ist, oh mein Gott, schau mal, jetzt muss ich das schaffen. Ja, wunderbar. Und da hole ich den Faden und mache eine Masche. Hier hast du wieder die zwei, die du als erste gezogen hast. Wir machen das Ganze nochmal alles. Da war kein Problem, schau mal. Jetzt habe ich den Faden, hier ziehe ich den durch und habe eine Masche. Die restlichen Maschen strickst du alle nach rechts und die letzte Masche strickst du nach links. Das ist unsere Randmasche. Du wendest die Arbeit und hast jetzt die sechste Reihe, die Randmasche. Und alle Maschen strickst du nach rechts und die letzte Masche, die strickst du nach links. Links. Das wäre dann die Randmasche. Jetzt alle Maschen nach rechts. Ich bin weggelaufen vom Bild. Alle Maschen nach rechts. So, die sechste Reihe, das war unsere letzte Reihe. Und die sechs Reihen, die wiederholst du so oft, wie breit deine verkürzte Reihen sein sollen. Das heißt, bei mir sind das, wie du siehst, 2, 4, 6 Mal. Ich mache das noch einmal mit euch und dann die restlichen machst du schon alleine.
Wir machen das noch einmal mit Beigefarbe. Die 6 Reihen noch einmal. Nee, blau brauche ich nicht. Ich brauche jetzt beige. Und wie du siehst, du kannst ganz toll, schau mal, ich habe, das ist Rest, was ich im Beige habe. Ich habe noch andere ganze Knollen, aber die ganze Reste kannst du für solche Sachen verwenden. Auch mit der blauen Wolle hier, wie du siehst. Das sind alles meine Reste und die kannst du verwenden. Wir machen jetzt die 6 Reihen noch einmal zusammen und wie ich schon sagte, na hier kannst du schon alleine arbeiten. Wir sind jetzt bei Beigefarbe. Die erste heben wir und dann stricken wir 12 Maschen in Beigefarbe. Ich sage in Beigefarbe, bei dir ist das vielleicht eine andere Farbe. Ich würde hier über meine Arbeit reden. Also, ich stricke weiter 12 Maschen in Beige. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 und 12. Jetzt wenden wir wieder die Arbeit. Ich hoffe, die Schärfe ist richtig. So, und dann die erste Masche, die heben wir. Das ist unsere Randmasche. Dann den Faden wieder festziehen. Ganz fest, dass wir hier nachher kein Loch haben. Und das ist eine Masche. Denk dran, es sieht doppelt, aber es ist eine Masche. Dann die restlichen Maschen, die strickst du nach rechts wieder. Bis du bei der Randmasche bist, die Randmasche, die stricken wir nach links. So, die restlichen stricken wir rechts und die Randmasche stricke ich nach links. Dann den Faden wieder ein bisschen ordentlich ziehen. Jetzt wenden wir die Arbeit und stricken weiter die zweite Reihe, die Randmasche. Und jetzt stricken wir 11 Maschen rechts. Sechste, siebte, achte, zehnte und die elfte. Und wie du siehst, wir haben hier, das war die doppelte, die Arbeit wenden und wir sind jetzt bei der dritten Reihe, wieder die erste Masche heben und festziehen. Wieder entstand hier so eine Masche, aber die sieht aus wie eine doppelte Masche. Dann die restlichen, am Anfang die erste oder zweite und auch die zweite Masche ein bisschen fester hier ziehen. Wie gesagt, dass da kein Loch entsteht. Jetzt kannst du ein bisschen lockern. So, die restlichen Maschen, die stricken wir nach rechts und dann kommen wir zur Randmasche. Wieder die Arbeit wenden. So, siehst du, wir haben schon zweite verkürzte Reihen in Beige. Wir kommen jetzt zur fünften Reihe. Jetzt nehmen wir wieder die blaue Wolle. So, und stricken eine Randmasche und dann kommen nur rechte Maschen. Jetzt muss ich das wieder ein bisschen locker machen, dass das sich nicht da festzieht, siehst du? So, und jetzt kommen alle Maschen rechts. Und wir haben jetzt die letzte Masche und dann kommt die doppelte. Ich hoffe, ich habe diesmal keine großen Probleme damit.
Schau mal, da schiebe ich meine rechte Stricknadel und da dient zwei Maschen. Das ist eine Masche. Das weißt du aus der erste. Oh, ich hasse das. So, fertig. Das ging schnell. So, und da holst du den Faden und machst nur eine Masche. Und hier hast du die wieder so in Doppelpack. Wieder die rechte Stricknadel unter den zwei, die hier als zwei erscheinen. Und den Faden holen. Und ist nichts. So, nochmal. Zweiter Versuch. Faden holen und eine Masche fertig. Die restlichen Maschen, die stricken wir nach rechts. Die letzte Masche, die stricken wir nach links. Das ist unsere Randmasche. Jetzt wendest du die Arbeit wieder und strickst die sechste Reihe. Und die sechste Reihe, da strickst du alle Maschen nach rechts. Und die letzte Masche, die strickst du nach links, das ist die Randmasche. Jetzt kommen alle Maschen rechts. So muss das aussehen, meine Lieben. Wir haben zusammen zweimal die verkürzten Reihen gestrickt. Die restlichen vier kannst du alleine stricken. Und wenn ich fertig bin mit der letzte hier, dann sehen wir uns wieder. Was ich noch zu zusammennähen sagen will. Ich würde mit euch das zusammennähen, ja. Aber du sollst das so machen, wie für dich am besten ist. Ich nähe das im Grunde genommen ungerne vor Kamera, weil ich habe schon ein paar Mal Kommentare gekriegt, dass ich das verkehrt mache, dass ich das falsch mache, dass ich das nicht richtig mache und, und. Und bevor ich irgendwelche Nervenzusammenbruch kriege, Quatsch, überlasse ich euch das, dass du das selber machst, selber nähst, wie du das gelernt hast. Auf jeden Fall, wir stricken jetzt, beziehungsweise du strickst jetzt die viermal verkürzte Reihe jetzt alleine und dann sehen wir uns wieder und machen weiter. Wir haben jetzt die verkürzte Reihe fertig und jetzt stricken wir wieder, so wie am Anfang, die 20 Reihen. In meinem Fall sind das 20 Reihen. Jetzt die andere Seite. Auch 20 Reihen krausrecht. Das heißt, wir brauchen diese beigefarbene Wolle nicht mehr. Ich lasse nur etwas hier, um nachher das zu verstecken oder befestigen. Guck mal, das ist noch geblieben. Das wäre noch reichen für ein ganz kleiner Schuh. Bestimmt für die verkürzte Reihe. Und jetzt stricken wir, wie ich schon sagte, 20 Reihen. Na, 20 Reihen ganz normal, wie am Anfang, kraus rechts. Das heißt, wir haben wieder eine Randmasche. Und dann kommen alle Maschen rechts. Vielleicht komme ich ein bisschen näher zu euch, denn obwohl, das muss ich euch nicht zeigen, jeder von uns weiß, wie man rechte Maschen strickt. Wenn wir schon das hier angefangen haben, dann müssen wir wenigstens das Einfachste können und rechte Masche stricken. So, bis zur vorletzten Masche. Also, und hier haben wir wieder die... Das war das letzte Mal von unserer verkürzten Reihen, die eine Masche, die wie zwei Maschen aussieht. Da schiebst du die rechte Stricknadel unter den zwei Maschen oder unter den zwei Faden so und holst eine Masche nur. So stricken wir die 20 Reihen.
Und wenn du die 20 Reihen schon fertig hast, dann musst du die Seiten nur miteinander verbinden, nähen. Und dann ist eure kleine Stiefel oder Schuh fertig. So, ich stricke jetzt 20 Reihen kraus rechts. Also, das zweite Babyschuh ist schon fertig. Jetzt müssen wir das nur zusammen nähen. Und wie ich schon sagte, das machst du alles so, wie du das am besten kannst, wie du das gelernt hast. Ich mache das so, dass ich das auf der rechten Seite nähe. Wenn du zum Beispiel, ich mache das jetzt hier, befestige ich das. Ich habe, wie du siehst, ein bisschen mehr Wolle hier gelassen. Ganz am Schluss würde ich die Sohle nähen. Und wie ich schon sagte, du machst das so, wie du das gelernt hast. Am Anfang habe ich hier die beiden Seiten, da wo ich die Maschen aufgenommen habe und Maschen abgenommen oder ja, die Arbeit beendet. Da mache ich hier ziemlich fest, dass da an der Ferse kein Loch entsteht. Das ist egal, wie du das machst. Dann mache ich das so, dass ich immer in die erste Masche die Nadel steche. So, das ist jetzt die Masche, warte mal, hier. Das ist so doppelt. Und ich mache das immer so, dass ich die Außerwand nehme und auch von der Masche hier auch die Außerwand. Und dann ziehe ich den Faden durch. Wie ich schon sagte, du machst das natürlich so, wie du das am besten kannst, wie du das gelernt hast. Ich glaube, mehr brauche ich euch hier nicht zu sagen, weil das ist alles. Jetzt musst du nur noch dein zweites Schuh fertig stricken und dann kann das Baby das tragen. Es wird immer wärmer, aber trotzdem kannst du schon das für nächstes Jahr oder für Herbst die Beschreibung nehmen. So, ihr Lieben, unsere Babyschuhe sind schon fertig, wie du siehst. Mehr brauche ich euch nicht sagen. Das war's. Wie du siehst, wir haben alles perfekt gemacht. Beide sehen gleich aus. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachstricken. Und macht ihr keinen Kopf oder denkt nicht, dass ich ein bisschen verrückt bin, weil ich Richtung Sommer Wollschuhe für Babys stricke. Wie ich schon sagte, das ist Projekt vielleicht für euch für Herbst. Vielleicht im Winter soll euer Enkelkind kommen oder euer Baby. Dann habt ihr schon die Schuhe. Das war's. Ich wünsche euch einen schönen sonnigen Tag. Bleibt gesund. Wir schaffen das alles. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.